Moin Moin, hier bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. Wir sind hier an einem schönen, schönen Strand und wollen gerne dieses Boot benutzen, denn wir haben von dem Professor, dem Direktor sogar, der Devon Corporation, den Auftrag bekommen, einen Brief zu einem bestimmten Troy Trump zu bringen. Und das wollen wir auch in dieser Folge machen, denn so einem mächtigen Mann, dem schlägt man besser keinen Gefallen aus. Und deswegen sprechen wir mal mit dem Typen hier, ob wir eventuell uns ein Boot ausleihen könnten. Ich habe auch einen Bootschein, den habe ich in GTA gemacht. Und deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein. Gut, er möchte jetzt doch mit an Bord kommen, um eben zu schauen, dass wir nichts kaputt machen. Die Musik finde ich übrigens sehr schön, die man beim Surfen eben so hören kann. Und oh, wir werden angerufen. Das Boot stoppt dann natürlich erstmal, sonst hat man keinen Empfang, ist ja klar, ne? Vater, wo bist du gerade? Das hört sich an, als sei es doch sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trump von der Devon Corporation erfahren, dass du einen besonderen Pokénef hast. Daher rufe ich dich mal an. Du hörst dich an, als ging es dir wirklich gut. Dann bin ich mal beruhigt. Pass auf dich auf. Tschüss. Und weiter geht's. Ja, unser Vater hat jetzt unsere Handynummer. Das kann auch nicht schaden. Und der Mr. Trump der Devon Corporation möchte jetzt gerne, dass wir in Fausthaven, wo wir gerade angekommen sind, einen Troy Trump. Ne, wie heißt er? Troy... Naja, wie auch immer. Ahoi, wir haben in Fausthaven Anker geworfen. Ich vermute mal, du wirst den Brief zu Troy bringen. Ja, das werden wir eigentlich machen. Also hier unten ist die Pokémon Arena. Ich glaube, da können wir momentan aber noch nicht rein. Beziehungsweise, wir hätten keinen Blitz. Und denn in der Arena ist es sehr düster und sehr dunkel. Und man hat nur einen sehr kleinen Radius um die eigene Spielperson, der quasi erleuchtet wird. Und wenn man später Blitz hat, dann wird dieser Radius quasi erweitert und das wird deutlich einfacher durch die Arena zu finden. Wir würden es auch so schaffen, aber wir machen auch erstmal den... Welcher Tunnel ist das da? Oder welcher Berg? Oder welche Höhle? Fausthafen-Tunnel, Fausthafen-Höhle. Wir schauen gleich mal, wie das heißt. Kanimani sieht übrigens irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Schnauze sieht irgendwie so deformiert aus. Aber gut. Hoffentlich geht der Trainer vernünftig mit seinem Kanimani um. Wir werden gleich mal in der Höhle schauen, was wir da so alles finden und was für Pokémon wir da eventuell finden und fangen können. Das ist natürlich auch was Schönes, da kann uns auch alles über den Weg laufen. Und je höher die Level der gegnerischen und freien Pokémon sind, desto mehr Variabilität gibt es auch in den Pokémon, denen man begegnen kann. Also wenn ich jetzt einem Level 20 Pokémon begegne, dann kann das durch deutlich viele andere Pokémon ersetzt werden, da ja die Pokémon durch gleiche starke Pokémon ersetzt werden. Gut, heute wird es mal um Fußball gehen und ich sag nichts zur Europameisterschaft oder was ich denke dazu, denn ich habe wirklich, und das muss man sich mal vorstellen, seit einem Jahr lade ich Videos hoch, ich habe keine Ahnung, 130 Videos oder so und ich habe insgesamt, ey, ungelogen, ich habe unter 10 Dislikes insgesamt und dafür bin ich allen meinen Zuschauern sehr dankbar. Ich meine, es gucken natürlich nicht so extrem viele Leute meine Videos und deswegen sind es Leute, die sich für Pokémon interessieren. Dass man die Videos dann nicht disliked, wenn sie gut produziert sind und das ein kleiner YouTuber ist, ist ja auch sehr nett und ist ja auch klar. Die einzigen Dislikes, die ich bekommen habe, sind auf meinem Video, das ich anlässlich der Europameisterschaft 2016 gemacht habe. Wo ich meine Meinung gesagt habe, da habe ich so eine Internetseite verlinkt mit, was ich denke, so eine Internetseite verlinkt, wo man so einen individuellen Turnierbaum hat, da heißt man darf anklicken, wer weiterkommt und so wird einem dann vorgeschlagen oder wird einem halt gezeigt, wie das Turnier dann aussehen würde, wenn man recht hat mit seinen Vorhersagen und dann kann man sich so durchticken, klicken und sagen, wer das Viertelfinale gewinnt und wer dann am Ende Europameister wird und dazu habe ich eben ein Video gemacht, ein bisschen was dazu erzählt und es haben 15 Leute geliked, 5 gedisliked war jetzt der Stand eben gerade. Das ist immer noch ganz gut, aber es zeigt eben, beim Fußball gehen die Meinungen auseinander, auch wenn man ja mehrere Meinungen haben darf. Dass ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, dass Deutschland nicht zwangsweise Europameister wird oder so, das kann jemand anders ja ganz anders sehen. Und das ist ja auch berechtigt, man weiß es ja im Voraus auch nicht. Na gut, auf jeden Fall, wieso wollte ich jetzt nochmal auf Likes und Dislikes zu sprechen kommen? Weil wir über Fußball reden wollten. Ich habe hier die Panini-Sticker der Europameisterschaft 2016 in Frankreich und ich meine, ich arbeite in einem Sportverein und die haben da so eine Ladung von, wie heißt das, Panini-Heften bekommen. Und da habe ich gesehen, okay, Panini-Hefte, stimmt, die Saison fängt ja jetzt auch wieder an. Und da habe ich mir aus Jux
mal bei Edeka, als ich da irgendwie war und ich stand an der Kasse und habe so lange gewartet und links neben mir waren diese Sticker in so Plastik, was war das, eingeschweißt, irgendwie so 10 Tüten oder sowas. Habe ich gesehen, habe gedacht, boah, lustig ist es ja eigentlich. Und da habe ich mir mal ein paar Sticker mitgenommen, habe mir so ein Heft dann direkt gekauft und das sind einfach mal angefangen zu sammeln und man wird ja so süchtig davon und ich weiß nicht mal warum. Ich würde viel lieber Weltmeisterschaftssticker sammeln, aber Menschen sammeln einfach unfassbar gerne und da ist es bei mir nicht anders. Und ich habe mir dann, weil es billiger ist, wenn man wirklich alle Sticker haben will, so eine große Box gekauft, die hat 50 Euro gekostet. Ist natürlich relativ viel für Sticker, aber wenn man sich die immer einzeln kaufen würde, dann, ja, das würde insgesamt zu viel kosten. Deswegen habe ich gesagt, komm, einmal die Box und dann ist okay. Und dann mache ich jetzt jeden Tag 2 Sticker auf, damit ich jetzt nicht Anfang Mai oder Mitte Mai schon alles aufgebraucht habe und alles Sticker aufgemacht hat, einen Monat bevor die Europameisterschaft beginnt. Deshalb habe ich mir das so eingeteilt, dass ich jeden Tag 2 Päckchen aufmache und dann mal schauen, was ich bekomme. Und ich habe ja auch schon einen dicken Stapel, mit dem ich tauschen kann. Und die Kinder in den Grundschulen, in denen ich arbeite, tauschen auch wirklich gerne mit mir. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man Leute hat in der Umgebung und im Alltag, die auch sowas sammeln und dann mit einem tauschen. Das ist ganz schön, wenn man mit Kindern arbeitet, dass sie so einen Quatsch natürlich auch noch gerne mitmachen. Und jetzt wollen wir gerne mal die 2 Sticker-Packungen aufmachen, die ich für heute mir vorgenommen habe aufzumachen und einmal schauen, was da drin ist. Und ich finde, wir fangen mal mit dem ersten direkt an. Warte mal. Hat man bestimmt gehört, dass ich da gerade was aufgerissen habe. So, wir nehmen das mal raus. So, das Ding kann weg. Oh ja, Pichu wird eingeworfen. Und wir wechseln natürlich aus. So, als erstes haben wir Mathieu Valbuena von Olympique Lyonnais oder irgendwie so. Ich bin ja kein Französisch-Sprecher. Ich bin jemand, der Latein gewählt hat in der 7. Klasse damals. Und deswegen bin ich auch äußerst unvermögend, diese französischen Namen auszusprechen. Auf jeden Fall ist der, glaube ich, nicht mit dabei, weil er irgendwie diese Affäre mit Benzema hatte und er wurde irgendwie erpresst. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, er wurde auch aus dem Kader gestrichen, oder? Ich weiß es nicht genau, aber könnte sein. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Dann haben wir diese Action-Sticker. Da gibt es so... Früher gab es irgendwie Action-Sticker. Das war halt ein Sticker. Und der war halt in Action, der Spieler. Und jetzt gibt es für jedes Team quasi so 11 Sticker, wo quasi einmal der Kapitän abgebildet ist und dann 10 weitere Spieler, die so... Wie soll ich sagen? Wenn man so einen Sticker nimmt und ihn in der Mitte einmal durchteilt, dann hat man 2 kleine Sticker und da sind eben die Fußballspieler in Gesamtbild abgelichtet. Also von Kopf bis Fuß in Action. Und die Dinger sehen alle ungefähr gleich aus, also so besonders ist es jetzt nicht. Aber gut, es gibt es. Da habe ich nämlich 2 Spieler von Rumänien. Dann habe ich hier Volkan Chen, irgendwann von Fenerbahce. Robbie Bardi und John Walters und James Milner und Ross Barkley. Also tatsächlich 3 dieser doppelten Sticker. Semi-geil. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Der Typ von vorhin, der war schon mal hier, Troy heißt er. Ich glaube, der hat was vom Blitz gelabert, aber... Naja, gut. Du bekommst auf jeden Fall Blitz von mir. Ja, ich habe jetzt mal drauf gepfiffen, zu erzählen, was er hier gerade labert. Auf jeden Fall hat er uns die VM Blitz gegeben. Und die können wir erst einsetzen, nachdem wir den Arena-Leiter von Fausthaven besiegt haben. So rum war das nämlich. In diesem... Wie heißt es hier? Einmal reingehen tatsächlich, um zu gucken. Es ist die Granithöhle. Um in der Granithöhle uns zurechtzufinden, müssen wir zuerst die Pokémon-Arena machen. So rum war das. Ich habe mich am Anfang ein bisschen verhaspelt und das falsch rum erzählt. Ich dachte... Ja. Hier ist natürlich jetzt gerade nicht so viel zu sehen. Unsere Pokémon sind aufgeladen. Ups. Na, wer bist du denn? Ah ja, genau. Es ist Kampf-Pokémon ein. Normalerweise. Diese werden aber natürlich durch zufällige andere ersetzt. Und deshalb ist es egal, was er uns hier erzählt. Wir gehen erstmal ein bisschen rum. Wir nehmen auch die falschen Wege, damit wir die Pokémon-Trainer herausfordern. Und unsere Pokémon ein bisschen aufleveln können. Das ist nämlich auch relativ wichtig, da wir sonst unterlevelt sind. Vor allem Dratini am Anfang hat nicht so starke Attacken. Muss man ein bisschen trainieren.
Und am besten auch höher bringen als die gegnerischen Pokémon, damit es eine Chance hat. So, Wickel macht halt kein Damage. Und wir stecken natürlich auch relativ viel ein hier. Sieht man auch wieder. Wir müssen auswechseln. Wir haben ein Käfer-Pokémon als Gegner. Und ehrlich gesagt ist es so, dass wir momentan als einziges richtig starkes Pokémon Chigi haben. Und hätten wir, oder Shillock, hätten wir damals Zubat zum Beispiel genommen. Ich weiß nicht, ob Zubat auch am Anfang so stark ist. Wir haben relativ schnell hier Aquaknarre bekommen. Shillock hat keine schlechten Stats. Ist auf Level 18 schon in der zweiten Entwicklungsstufe. Das ist sehr wichtig und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, hier unseren Oliver mitzunehmen. Ich glaube, das war schon ganz gut so. Gut. Genau, je Trainer, den wir besiegen, erhalten wir einen klitzekleinen Bonus beim Radius, den wir sehen können. Oh, und das hier ist ein Doppelkampf. Sehr schön, das mag ich auch immer. Wir öffnen derweil die zweite Packung Sticker, die ich habe. Okay, die haben beide ein Pokémon und wer wird sein? Snubbull und Schuppet. So, dann setze ich einmal hier kurz die Attacken ein, die ich für sinnvoll halte. Wickel. Ach ja, komm, einmal überlebt es das. Und Tackle, gut. Rabauz hat erst eins. Oh, und es macht 13 Damage. Nachtnebel ist eine coole Attacke an sich. Dass es so viel Damage macht wie das Level eben. Das ist eine ganz gute Sache. Gut. Das ist natürlich nicht so gut. Wir werden also Bubbles auswechseln müssen. Ja, und auch Abouts wechseln wir jetzt aus. Das müssen wir gar nicht riskieren. Und wir gucken jetzt mal hier in die Packungen. In meine Panini-Packung und schauen, wen wir hier bekommen. Während unsere Attacken durchballern. Romelu Lukaku, ein cooler Spieler von Everton, also ein guter Spieler. Und Aquaknarre auch. Ja, spielt für Belgien, die ich echt stark einschätze. Aber den habe ich schon in Sticker. Dann Ögmundur Kristinsson von Island? Ja. Der Typ sagt mir gar nichts. Spielt in Hammarby IF in Schweden. Das sagt mir auch nichts. Dann haben wir George Williams von Fulham. Spielt für Wales. Ladislav Grejov. Aha. Spielt für Sparta Praga. Sparta Prag. Und Nathaniel Klein von Liverpool. Okay. Wir haben keine Superstars bekommen, aber die meisten Superstars an sich so habe ich schon. Es ist jetzt wichtiger, auch diese Lücken, also diese Spieler zu bekommen, die man halt braucht, um die Lücken auszufüllen. Da habe ich nämlich gar nicht so extrem viel. Ups, nie. Und selbst angreifen wollen wir nicht. Gut, ja, das mit den Panini-Stickern war jetzt hier so ein kleiner Gag nebenbei, dass wir die einmal aufgemacht haben. Namen natürlich alle falsch vorgelesen. Aber gut. So. Schubbel wurde vergiftet, okay. Wird, glaube ich, nicht ganz besiegt, nee. Aber guck mal, da sind wir doch gut dabei. Blubber nochmal eingesetzt hier. Und dieses Sammeln, der Mensch will ja unbedingt sammeln, ne? Der will ja echt wirklich unbedingt alles sammeln und ganz schön und toll. Und naja, solange es Spaß macht. Solange es Spaß macht, geht das alles. So, wir haben jetzt doch schon ein bisschen Radius mehr dazu bekommen. Versuchen jetzt mal den letzten Trainer, den wir noch besiegen müssen, bevor wir zum Arena-Leiter gehen können. Also glaube ich. So. Ja, auch nur ein Pokémon, Goldini. Aber auf Level 13, was natürlich vermuten lässt, dass dann die Arena-Leiterin oder der Arena-Leiter, wir wissen es ja noch nicht genau, falls wir es mal noch nicht gespielt haben, dass, doch, stimmt, wir wissen, dass es ein Kerl ist. Das hat, glaube ich, der Typ am Anfang der Arena gesagt. Das haben wir ja nicht durchgelesen. Guck, so was passiert dann. Auf jeden Fall gehe ich stark davon aus, dass der Arena-Leiter ein Pokémon haben wird, das ein höheres Level hat als beispielsweise Level 13.
Da habe ich gerade alles mit S und J falsch gesagt, was man machen kann, ne? Beispiel, Schweige. Wie auch immer, wir möchten gerne Goldini besiegen. Und wie machen wir das am besten? Indem wir auf Oliver wechseln. Momentan ist natürlich der große Bonus einfach, naja, dass Oliver stark ist und ein hohes Level hat. Und hier mit Tackle auch aufräumen kann. Unsere anderen Pokémon sind noch nicht so, dass wir uns wirklich auf sie verlassen können. Auch wenn wir zum Beispiel später vielleicht vorhaben, Milotic dann statt Turtok mitzunehmen. Erstmal müssen wir ein Milotic heranzüchten tatsächlich. Und es ist gar nicht so einfach, wie ja, man sich das vorstellt. Wenn man, so wie ich jetzt auch gerade, Pokémon spielt und man hat... Ne, hier ist niemand. Guck mal, wir dürfen sogar rennen in der Arena. Und man hat natürlich schon ein paar Pokémon auf einem höheren Level und kann deswegen die anderen kleineren Pokémon mitnehmen und schön hochleveln, so wie ich das gemacht habe, als ich meinen Pokédex vervollständigt habe. Also wirklich, ich habe den Schillerpin jetzt richtig gut. Jetzt geht's auf Shiny Egg Jagd. Naja, solange man das nicht hat und nicht stärkere Pokémon mitnehmen kann und so die EP verteilt, muss man das eben so machen wie ich jetzt. In mühseliger Pokémon einsetzen und austauschen Arbeit. Okay, wir schlafen vom Gesang von Pi ein. Müssen dementsprechend natürlich wechseln. Setzen jetzt erstmal einfach Oliver ein. Hoffen, dass jetzt nicht noch ein Gesang kommt. Nee, Charme kommt, okay. Und dann gehen wir einfach mal auf Aquaknarre. Machen ein bisschen Damage. Steppt ja. So. Und ich hoffe, das macht jetzt mindestens so die Hälfte. Na, macht es nicht ganz, egal. Ich dachte, jetzt kommt halt der Gesang. Und es ist wirklich ätzend, wenn man schläft. Man muss einfach warten, dass es vorbei ist. Es dauert lange. Es, ja. Gut, die Zugabe, die kann Pi wirklich haben. Gut, damit wäre dann dieser Trainer auch besiegt. So. Und war das jetzt wirklich schon der letzte Trainer? Dann würde ich noch einmal am besten aufladen gehen. Ah ne, guck mal da. Und hier haben wir noch einen Trainer. Das sind wirklich viele Trainer. Ich glaube, es waren ja 6 Trainer oder sowas. So viele gibt es wirklich nicht in jeder Arena. Unser Pokémon of the Day heute, ganz vergessen, Folge Nummer 8, also Pokémon Nummer 8 im Höhen-Pokédex, ist Morabel. Und Morabel ist ein lustiges Pokémon, schaut es euch an. Oha, Bubbles schläft ja noch, das stimmt. Mit diesem komischen Flossen schon an den Hinterbeinen oder was es ist. Und ja, Morabel hat einfach einen komischen Körperbau und Hydropie ist extrem süß. Ups, jetzt haben wir Blubber eingesetzt. Mist, wir wollten natürlich Aquaknarre einsetzen. Egal, wir sind so ein hohes Level, wir müssen sowieso aufladen gehen, dann können wir es auch so machen. Okay. Ja, Morabel, Mensch. Bin ich zielgespalten. Eigentlich ist Morabel ganz okay. Was? Ja, Morabel ist schon ganz okay. Und wir treffen hier gar nichts mehr. Einmal Sandwirbel und wir treffen 3 Attacken hintereinander nicht mehr. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Kann passieren. Wir haben 6-mal Gesang hintereinander nicht getroffen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist wirklich unter 1%. Das ist unfassbar. Naja. So was passiert. Na, wo müssen wir hin? Gut. Ich würde sagen, wir laden auf, stellen uns dem Poke Arena Leiter und besiegen ihn. Dann können wir nämlich Blitz einsetzen und dann in die Granithöhle, um Troy zu suchen und ihm einen Brief zu begeben. Zu geben. Habe ich gerade vermischt. So. Aber den Arenaleiter machen wir noch. Komm, was soll der Geizen? Ups, nee, hier müssen wir lang. Und hier nach links. Aber wen setzen wir in Stufe 1? Nicht unbedingt Bubbles. Komm, wir machen mal Asteroid in Stufe 1. Könnte nämlich sein, man weiß ja nicht, durch was Camillus erstes Pokémon ersetzt wird. Es kann natürlich sein, dass Rabauz da gut gegen ankommt, weil das dann irgendein Pokémon ist, das, ja, nicht so stark ist. Und das wäre natürlich irgendwo cool. Aber irgendwo auch natürlich nicht realisierbar. Denn wir haben einen Tragosso als Gegner und als Gestein-Pokémon ist es natürlich, ja, resistent gegen unsere normalen Angriffe. Deswegen denke ich, bleibt uns hier schon gar keine andere Wahl, als Oliver einzusetzen. Wir wissen ja auch nicht, ob als nächstes dann Pokémon kommen,
wo Wasser gegen effektiv ist. Hier auf jeden Fall schon, deswegen machen wir es auch so. Ich weiß gar nicht, ob Tragosso außer... Ist es überhaupt Gestein oder habe ich mich da jetzt komplett geirrt? Ist Tragosso ein Normal-Pokémon? Nee, ist sehr effektiv. Muss also Boden oder Gestein sein. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut und ich benutze Tragosso und Knorga jetzt auch nicht so oft, dass ich das mit Gewissheit sagen könnte, was von beiden es ist. Aber ja gut, eins von beiden und dann ist Wurst welches. Hauptsache wir wissen, dass Wasser effektiv gegen Tragosso ist. Mensch, und Tragosso ist ein ganz cooles Pokémon. Ich mag es eigentlich echt gerne. So, aber natürlich müssen wir es trotzdem töten. Nein, besiegen haben wir es ja. Besiegt haben wir es jetzt. So, Kirlia wird eingesetzt, ein Psycho-Pokémon. Wir benutzen mal Bucky. Bucky ist ein Käfer-Pokémon und wie wir wissen, sind Käfer gegen Psycho-Pokémon effektiv. Das finde ich auch ganz lustig. Der Psychotyp ist dem Menschen nachempfunden und deswegen sind Sachen oder Typen gegen Psycho effektiv, vor denen der Mensch Angst hat. Und das sind Dunkelheit. Ach du Scheiße, Käfer. Psycho ist gegen Käfer effektiv? Ach nee, wir sind Gift, okay. Ah, wen setzen wir dann ein? Gar keine Wahl mehr hier. Wir müssen immer auf Oliver gehen. Das bringt doch so nichts. Auf jeden Fall Dunkelheit, also Unlicht, Käfer, Pokémon und vor Wassermenschen noch Angst. Gibt da noch eine dritte Sache, oder? Ich überlege gerade. Aber es fällt mir einfach nicht ein. Deswegen ist es auch egal. Auf jeden Fall haben Menschen oder einige Menschen Angst vor Käfer und Käfern und vor der Dunkelheit. Deswegen sind Unlicht und Käfer gegen Psycho effektiv. Und Psycho ist effektiv gegen Gift, da man mit Intelligenz und Science, also Wissenschaft und so, Gifte und so besiegen kann und jemanden heilen kann. Und effektiv gegen Kampf. Denn Worte sind stärker als Muskeln. Und deswegen, das ist dann so eine Moral, die Pokémon oder Game Freak dann noch uns mitgeben wollte, dass eben man mit Worten und mit Gehirn mehr erreichen kann im Leben als mit purer Muskelkraft und Gewalt. So. Ach, Blubber ist auch 40. Aha, na gut, dann verlieren wir mal Panzerschutz. Wusste ich gar nicht, denn Blubber trifft ja zwei Ziele gleichzeitig und ich dachte, Aquaknarre wäre stärker als Blubber. Na gut. Kommt noch jemand? Doch, Schneckma kommt noch, aber wir kämpfen weiter, denn es ist ein Feuer-Pokémon und wir sind schon bei 23 Minuten jetzt gleich. Das ist natürlich ein bisschen länger als die anderen Folgen, fast 5 Minuten Überlänge. Ich habe mir so 18 Minuten als Marke gesetzt, plus, minus, nee, also bis zu 3, also 18 bis 21 Minuten so, ist eine normale Folge. Gut, dann sind wir hier ein paar Minuten drüber, ist nicht so schlimm, kann man ja auch mal machen. Aber damit so eine Kontinuität da auch reingehört, habe ich gedacht, komm, wir machen mal so 18, 20 Minuten als Folge. Das ist schon ganz gut so. Ich hoffe, wir schlafen nicht direkt jetzt. Na doch, natürlich. Schade. Gut. Schneckma kann uns, glaube ich, nicht so viel anhaben. Wir müssen also warten, bis wir aufwachen. Es dauert jetzt wieder. Und immer nur auf Gegner zu gehen, ist natürlich auch nicht so cool von Schneckma da. Aber wir wachen direkt schnell wieder auf, haben Schneckma besiegt und damit den zweiten Orden geholt in Folge 8. Sehr cool. Wir müssen jetzt, und das mache ich wahrscheinlich offscreen, ein bisschen trainieren, damit unsere anderen Pokémon auch an Level dazu gewinnen. Und in der nächsten Folge werden wir uns die Granithöhle anschauen, Troy besuchen und ihm hoffentlich diesen Brief geben können, den uns Mr. Trump der Devon Corporation mitgegeben hat. Wir halten hier den Knöchelorden von Camillo, können Feuer und Blitz jetzt auch außerhalb des Kampfes benutzen und Ergebnis noch TM08. Und TM08 ist Protzer. Gut, die Attacke werden wir niemandem beibringen. Wir sind damit durch. Er trägt sich noch in den Pokénef ein. Und ich renne nach draußen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!